Ich glaube, viele Frauen haben keine Ahnung, was man Männer schenken soll. Insbesondere solche Frauen, die dann Videos machen, weil solche Videos auch irgendwie auf irgendwelchen Beauty-Kanälen oder so gemacht werden. Also ich bin ursprünglich auf diese Video-Idee gekommen, weil ich irgendwo Geschenktipps gelesen habe. Also ich glaube, irgendein YouTuber hatte geschrieben, hey, was habt ihr so für Geschenkideen? Und drunter waren halt sehr viele Kommentare und alle haben irgendwelche Sachen geschrieben, die man Frauen schenken kann. Und dann hat einer mal einen Vorschlag gemacht, was man Männern schenken könnte. Und hat geschrieben, ja, ein Duft geht ja irgendwie immer. Da möchte ich jetzt einfach mal sagen, ein Duft kann man einem Mann nur unter folgenden Umständen schenken. Er trägt regelmäßig irgendwelche Düfte und sagt hin und wieder, ach, ich sprühe mich so gerne mit diesem Duft ein. Aber irgendwie wäre es mir schon lieber, wenn ich etwas mehr Abwechslung hätte. Schade jetzt, dass ich hier nur so einen habe. Ich hätte schon gern einen zweiten. Aber die sind doch immer so teuer. Und ich bin so schlecht im Aussuchen. Wenn ihr schon etwas verschenken möchtet, was riecht, dann am ehesten noch Rasierwasser. Das geht, das ist noch so, das brauchen die ja auch. Es geht dann in Richtung praktische Geschenke. Wenn ihnen das, wenn sie sowieso mit dem, was sie benutzen, halt irgendwie unzufrieden sind oder sowas. Aber auch da, wenn sie immer das Gleiche kaufen und damit zufrieden sind, die meisten Männer denken sich nicht, oh, heute fühle ich mich irgendwie anders, ich hätte jetzt gern ein Rasierwasser, was anders riecht. Ja, deswegen würde ich auch davon abraten, solche Sets zu verschenken mit irgendwelchen Hautcremes, Duschgelen oder sonst was. Da gibt es ja manchmal so Weihnachtssets. Und ich habe schon von verschiedenen Quellen gehört, das ist ja was, worüber sich jeder freut. Das kann jeder mal brauchen. Gerade eben, wenn nur, keine Ahnung, eine Feuchtigkeitscreme, ein Shampoo und ein Duschgel oder so drin ist. Aber wenn wo irgendwelche solchen drei random Produkte drin sind, kann es insbesondere, wenn man Männer beschenkt, immer sein, dass zufällig eins von diesen Produkten, die da drin ist, was ist, was der eigentlich gar nicht verwendet. Also bevor ihr einen Mann beschenkt, solltet ihr vielleicht eher so eine Checklist durchgehen. Kann man damit spielen? Kann man Benzin einfüllen? Rattert es lustig? Hat man Knöpfe, auf die man drücken kann? Das ist eher. Und wenn nichts davon erfüllt ist, müsst ihr nochmal gut nachdenken, ob das zu der Person, ob euer Geschenk zu der Person passt, die ihr was schenken wollt. Ja. Also meiner Meinung nach gehen so richtig praktische Geschenke, wenn euch bei irgendwas auffällt, dass das die Person gut brauchen könnte oder dass das der Person fehlt, immer. Zum Beispiel mir geht es meistens so, wenn ich mir zu Weihnachten was schenken lassen soll, gibt es etliche Sachen, die ich mir quasi irgendwie auf den Fingern saugen muss, weil ich eigentlich keine Ahnung habe, was ich haben möchte. Und irgendwann mitten unter dem Jahr fällt mir bei irgendwas auf, eigentlich das hätte ich gern. Oder wie soll bei mir, ich habe dann zum Beispiel bemerkt, ich hätte gern mehr Kleiderhaken. Aber das ist halt nichts, was man sich von jemandem als Geschenk eigentlich wünschen kann. Und ich finde, wenn man. Insbesondere wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, kann man so ehrlich sein und sagen, hey, ich bin wahrscheinlich wieder, ich vergesse wahrscheinlich wieder, ich bin wahrscheinlich zu faul, mir irgendwann Kleiderhaken zu kaufen. Magst du mir nicht welche zu Weihnachten schenken? Ich habe jetzt im Internet teilweise sogar irgendwelche fancy Küchengeräte gefunden als Tipps, was man Männern schenken soll. Ich weiß nicht. Wenn es eine Person ist, die gerne kocht, ja klar, aber dass man das als typisches Männergeschenk deklariert? Ein anderer typischer Geschenktipp wäre ja irgendwie ein Gürtel oder eine Krawatte oder so. Aber bevor man sowas schenkt, muss man doch erstmal nachdenken, verwendet die Person, die ich beschenke, das wirklich gerne? Also, ich meine, wenn man berufsbedingt ständig irgendwie Anzüge trägt oder sowas und Krawatte trägt, ja, dann gibt es Sinn, eine Krawatte zu verschenken. Aber sonst möchte jemand vielleicht zu Weihnachten was haben, worüber er sich wirklich freut und erstmal keine Krawatte? Ich würde sagen, wenn man jemanden wirklich nicht gut kennt und wirklich sonst nicht wirklich eine Idee hat, was man dem geben könnte, dann doch eher noch eine Steam-Gift-Card oder irgendwie, keine Ahnung, ein Gesellschaftsspiel, ein Brettspiel, wo ihr wisst, dass ihr das mag, falls das eine Person ist, die gerne Brettspiele spielt. Ein Pokertisch, ein Pokerset. Vor ein paar Jahren hätte ich noch den Tipp gegeben, irgendwas mit Bluetooth, weil egal was man schenkt, selbst wenn man dann eigentlich nur eine Krawatte schenkt, es kommt besser rüber, wenn man es mit Bluetooth schenkt. Oder so Bluetooth-Handschuhe oder sowas. Aber ich glaube, der Trend ist schon wieder ein bisschen abgeflacht, dass sich Männer so sehr über Bluetooth-Sachen freuen. Aber vielleicht
wenn ihr jemanden habt, der sowieso mit den Trends immer bis ein paar Jahre hinterher ist, ist Bluetooth eine super Idee. Oder ein Raspberry, wenn ihr glaubt, dass die Person irgendwas damit machen wird. Was auch vielen gefallen dürfte, es gibt so Dinger wie das Google Cardboard, also es gibt so quasi 3D-Brillen, wo man so das Handy reinsteckt und dann kann man irgendwelche Apps so 3D haben und so oder sich irgendwie Sachen 3D anschauen. Wenn euer Freund an Fußball oder anderen Sportarten stark interessiert ist und ihr die Beziehung trotzdem nicht beenden wollt, könnt ihr natürlich immer irgendwas schenken, was damit zu tun hat. Aber, also, warum habt ihr einen Freund, der sich für Fußball interessiert? Langweilig. Ich finde es halt auch cool, wenn man was gemeinsam unternimmt und es gibt echt coole Sachen, die man gemeinsam machen könnte. Also ja, man könnte jetzt extra irgendwie einen Fallschirmsprung oder sowas verschenken für echte Männer, wenn ihr jemanden habt, wo ihr das Gefühl habt, den interessiert sowas. Aber ich habe jetzt gedacht, was schon ein bisschen Mainstream-tauglicher ist, man kann einfach verschenken, einmal Lasertag spielen gehen oder es gibt so viele Escape the Room-Spielchen, gerade in größeren Städten gibt es immer unterschiedliche Sachen, wo man richtig cool irgendwie versucht, eine Bestzeit aufzustellen und dann ein Rätsel löst. Also meine Standard-Tipps für Männer wären halt einfach irgendwie Werkzeug, irgendwelche Gadgets oder so T-Shirts von Get Digital oder so. Ich weiß, dass das jetzt nicht für jeden perfekt passt, aber es passt auf jeden Fall besser, als wenn man in eine Drogerie schauen geht. Versprochen! Und insbesondere, wenn ihr euren Partner beschenken wollt, finde ich eigentlich immer am besten, wenn man irgendwas schenkt, das besonders persönlich ist. Auch wenn es sonst für Weihnachtsgeschenke nicht immer ratsam ist, aber man kann ruhig einer Person, die man gerne hat, auch mal was Selbstgemachtes schenken. Das ist nämlich die einzige Person, auch wo ich mir denke, dass es funktionieren kann, wenn man sagt, wir schenken uns was, was nichts kosten darf oder so, oder wir setzen uns irgendwie die Obergrenze bei 5 Euro oder sowas. Oder man kann jemandem trotzdem einfach was schenken, was ihm zeigt, hey, ich höre dir zu, ich weiß, wofür du dich interessierst, ich weiß, was du gerne machst und ich habe dich echt gern. Und deswegen habe ich jetzt Zeit investiert, um mir halt irgendwas zu überlegen. Jetzt kommt noch die originellste Idee dieses Videos. Man kann für Männer auch Bier, bierbezogene Sachen, Whisky oder Trinkspiele verschenken. Das sieht man auch überall im Internet. Ja, gibt manche Männer, für das echt gut passt. Aber nicht alle Männer sind Alkoholiker. Und deswegen ist es vielleicht für die besser, wenn man denen schenkt, hey, wir gehen mal Paintball spielen.